Einen wunderschönen guten Morgen auf der Groß Mordorf. Oder er passt, glaube ich, besser Mahlzeit. Oh gut, das ist doch das bessere Blatt. Oh, wie versprochen, geht's heute um Ballenpressen. Wir haben aber noch den gleichen Tag wie bei der Ernte. Oh, jetzt machen wir aber 11.000er Ballen. Was wir haben, haben wir. Hier wäre es zu weit entfernt. Müssten wir zu oft fahren. Es sind ungefähr 325.000. Ich habe noch bei dem eben ist noch was drin. Das habe ich noch nicht reingefahren. Weil mir sitzt die Zeit mittlerweile im Nacken. Deswegen. Machen wir das jetzt hier gerade so. Oh. Oh. Also können wir mal reingucken. 319 werden jetzt angezeigt. Ja, es sind jetzt ungefähr 300. Ja, insgesamt 320, 324, 325.000 Liter. Da haben wir auf alle Fälle genug. Mehr als genug. Und wenn jetzt hier auch was von den Stroh hier liegen bleibt, das ist auch egal. Das bleibt dann halt einfach liegen. Oh, hier wird ja jetzt nicht die Masse an Ballen runterkommen. Also, hier wird schon eine ganze Menge, aber natürlich eine ganz andere Menge, als wenn ich jetzt hier mit 7.500 Liter Ballen arbeiten würde. Jetzt sind das 11.000 Liter Ballen. Also das nochmal, das ist ganz anders. Wir können ja mal hier anlassen, das hat. Nochmal, wie viel. Der erste Ball ist übrigens noch ein 7,5. Ging nicht anders. Oh, was sieht doch gut aus. Ah, wir spielen seit wirklich, also ich bin ja seit der Samstagsfolge drauf. Auch schon mittlerweile 2 oder 3/4 Stunde. Hat ordentlich Zeit gefressen, das Ernten noch. Stunde, anderthalb saß bestimmt jetzt nochmal dran. Ah,
Ja, dadurch, dass ich wirklich jetzt so langsam mal an meinen Haier-Guru denken muss. Der Wecker wieder, also es ist Freitag, wo ich die Folge aufnehme. Ja, dadurch, dass ich aber um 3:30 Uhr am Samstag aufstehen muss, ja, muss ich mal ins Bettchen denken. Und ich will tatsächlich mal schlafen. Ich habe die zweite Nacht die Woche hier durchgemacht. Huch, das war jetzt zu schnell gedreht. Also der 824 wird übrigens wieder verkauft und das Geld, was wir da auch also beim Verkauf gut machen, wird auch wieder abgezogen. Wir können es ja gleich machen als Beweis. Hier, Fendback. Der hier. Ja, ist was. Zack. 115.221. 115.221. So. Habt ihr den Beweis? Den habe ich ja fälschlicherweise gekauft. Muss ich ja mal so ehrlich gestehen, das war ja, nicht so geplant, dass ich den kaufe. Ich dachte, dass der hier weg ist, den ich jetzt verfahre. Ich sag mal so, falsch gedacht. Und dadurch ist das so zustande gekommen. Aber gut, wir haben ja jetzt in dem Sinne keine Vergünstigung gehabt, außer dass ich mit dem hier diese gespart habe. Das ist die einzige Vergünstigung. So viel hat er aber auch nicht, ist auch nicht gerannt. War ja nicht weit vom Hof hierher und dann das bisschen hier stand ja mehr, als er gefahren ist. Oh. Okay. Das sind doch ganz schön breite Schwaden hier, ne? Das schafft der die Pöttinger gar nicht. Ach, das ist natürlich mies. Oh, hier bleibt ordentlich was liegen. Na, aber gut. Ich werde hier nicht sauber machen. Also alles nochmal nachkratzen. Wenn vielleicht hier noch dann nochmal 3, 4, 5 Beine rauskommen. Ich glaube, auf das können wir dann auch verzichten. Weil mittlerweile haben wir echt genug. Ich meine, wenn man mal in unser Strohlager schaut, haben wir schon 912.000 Liter drin. Das ist sehr viel. Und es kommt jetzt noch wieder was dazu.
So. So, das heißt, mal gucken, wie viel wir in den zwei Folgen schaffen jetzt sicher. Also, ja, Plan liegt jetzt, ist jetzt wie folgt. Wir werden heute komplett Ballentag erleben. Dann werden wir, dann ab Montag das Feld 4 pflügen. Eine Folge Feld 4 pflügen. Dann werden wir hier dann werden wir hier wieder Ballen machen. Dann wieder pflügen. Je nachdem, wie wir dann vorankommen, schon Ballen einsammeln, eine Folge, dann die nächste Folge wieder pflügen, Ballen einsammeln und. Bis dann irgendwann das Feld hier fertig ist, dann werden wir halt nur noch pflügen. Und wenn dann die Zeit reif ist, lassen wir es pflügen sein und dann geht es in die Gerste-Ernte. Ist das ein Plan oder ist das ein Plan? Ich würde sagen, das ist ein Plan. So, meine Hoffnung ist jetzt nur noch eins. Ich hoffe, dass das Garn für die Folge auf alle Fälle noch reicht. Die Netzfolie, weil ich doch. Ganz schöner Verbrauch und ich habe jetzt hier keine Rolle hier. Keine Palette. Und ich habe jetzt auch keinen Schlepper direkt. Na gut, ich könnte in der im Off mal schnell mit dem Telelader mir das aufladen und hierher fahren mit Anhänger. Das wäre eigentlich eine sehr gute Idee. Dieses Anhalten war furchtbar. Ich habe 4 Ballen aus einer Bahn, aus einer langen hier, das ist doch schon mal was. Oder nicht? 3 bis 4 Ballen. Oder waren es sogar mehr? Wir werden mal zählen. Wir könnten, glaube ich, mal jetzt hier
das hier machen? Türe zu. Da kommt schon genug Frischluft rein. Zwei. Naja. Wenn wir Glück haben, schaffen wir in der nächsten Folge fast das ganze Feld, ne? Meine Vermutung. So gut wie wir hier vorankommen. Jetzt fliegen schon die ersten Scheißfliegen rum hier. Oh Mann. Ah, es ist schon echt der vierte Balken läuft. Oder kann ich wieder einmal nicht zählen? Das kann nämlich auch gut durchaus sein, dass ich nicht zählen kann. Naja, hier fehlt jetzt nicht viel. Ah, so ist das. Ah, hier haben wir doch schon einiges geschafft mittlerweile. Ja, das sind trotzdem schon mal 27 Ballen, ne? Dafür, dass ich eigentlich weiterkomme als mit 7,5. Nein, das sind ja noch mal 3.500 Liter mehr. Das ist natürlich ein Stück weiter, die ich da komme. Ja. So, so. Aber dann sag ich mal für heute, ja, tschüss. Lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne ein, also nicht für heute, was rede ich denn für die erste Folge. Wir sehen uns hoffentlich um 16 Uhr wieder, da kommt dann die zweite Folge. Und ich sage bis dahin, tschüss.